Dort darfst du jetzt nur noch auf der linken Seite parken und rechts fahren, weil die linke Seite schon so stark abgenutzt ist, weißt du? So, ja, aber dann wird er jetzt die rechte Seite abgenutzt. Ja, aber die ist ja vorher 50 Jahre lang geschont worden. Ja, 50 Jahre lang. Ja, weil wir jetzt die Berg oben schonen. Dass da wieder ein Traubringer machen können und der andere sich gewährt, ich schaue, dass dieses diesen unten dabei noch halt, oder? Nein, alles ist anders, weil heuer sind wir da hier unten. Alles ist anders. Wenn du dir überlegst, vor 2 Jahren, wie wir angefangen haben, im Wartenschlager. Da waren wir noch Unmenge Leute auf der Bühne, gell? Ja. Und heuer ist wieder mal mehr der Hype mit dabei. Nein, das Publikum ist nie geschont worden von uns, gell? Nein. Da schauen wir wohl schon so aus, gell? Da schauen ein paar, so wird die ganzen 2 Jahre dabei gewesen sein. Was? Das ist doch noch ein Leben! Nächster mit Theo Berger. Unser Publikum kannten nur Kinder, ja? Theo Berger, den Al Capone vom Donaubus, gell? Vielleicht war der eine oder andere mit dem gesessen. Aber da ist er jetzt aber gleich schon. Der Theo Berger, das war ja auch so ein Schönling, der schöne Theo quasi. Ja, und beliebt bei der Bevölkerung, gell? Aber 30 Jahre Knast. Ich meine, da kannst du nicht mehr vom Freiherr sprechen. Ja, irgendwas, irgendwas? Ja, irgendwas, was oder irgendwas ausschaut. Was, irgendwas? Schau doch irgendwas aus. Ja, schau halt rum, wirst du irgendwas finden. Und wenn es dann das Verkehrte ist? Ja, du kannst mal 10 verschiedene Sachen hinlegen, kannst du sagen, bitte Seppi, wähle aus, und dann zum Teppich mal zu einem geschenkten Gaul, schau dir das Maul. Und deshalb wird es in der Regel ein Gebinde Wein, wenn der Beschenkte ein ausgesprochener Biertrinker ist. Oder wenn du ein Hobby hast, du, da kannst du passieren, dass du 10-mal dasselbe hinstellst. Hui, schön, wir seid jetzt so drauf. Und deswegen werden wir sowieso immer das Verkehrte schenken. Wären sie jetzt gute Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen zusammen und gratulieren über die Zeitung. Meistens auf derselben Seite. Da haben sie auch Unterschriften zusammen. Das ist in einem Gasthaus in der Nähe von Banshausen, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie dieses Gasthaus heißt. Du weißt. Weiß ich nicht. Ne? Also jedenfalls sind da so Unterschriftenlisten ausgelegt, gell? Ja, wer unterschreibt denn gegen ein Windkraftwerk? Ah, Sturm und Drang und ein paar so kleine Häusler aus Johann Ach so. Jedenfalls sind da diese Unterschriftenlisten ausgelegt und genau an dem Tag, wo der Investor von dem Windradl da dort beim Essen war, sind die Unterschriftenlisten verschwunden. Der CSU-Stadtrat Georg Hammerschmidt, fast nur der Ehrenbürger, Ehrenberger Unternehmer, der hat ja im Fachwort der Kurier, Zitat, in Anführungszeichen, soll ja gesagt haben, im Zusammenhang mit seiner Grüngutannahmestelle, es ist alles sauber gelaufen. Jetzt ist es so, dass der Pfaffenhofer Kurier das bloß so abdrucken kann, wie es der andere halt vermutlich gesagt hat. Jetzt glaubt allerdings ich, wie der Hammerschmidt gesagt hat, es ist alles sauber gelaufen, dass der Hammerschmidt nicht gesagt hat, es ist alles sauber gelaufen, sondern es ist alles sauber gelaufen. Kannst du quasi sagen, als wie der Hammerschmidt sagt, es ist sauber gelaufen, dann kannst du davon ausgehen, dass beim Hammerschmidt es unsauber gelaufen ist. Und das, wie der Altbayer dann wieder mitkriegt, was sagt der Altbayer dann drauf? Sauber. Sauber dann allerdings nicht im Sinne von sauber, also rein oder sauber, passt super Tag, sondern sauber im Sinne von, der ist wieder. Aber von dem habe ich gar nicht so gesehen. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie anerkennen, legt der Wasch um. Genau. Also wie du siehst, kann in Bayerisch und Englisch dasselbe Wort ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, die miteinander gar nichts zu tun haben.
Zum Beispiel auch das bayerische Leck mich am Arsch. Ich kenne Menschen, die mit dem Wort oder mit dem Ausdruck Leck mich am Arsch durchs Leben kommen. Also nicht mit dem Leck mich am Arsch pfui, sondern mit dem Ausdruck Leck mich am Arsch. Je nachdem, wie du dich intonierst. Ja, Leck mich am Arsch. Ja, da legst du mich am Arsch. Ja, Leck mich am Arsch. Ich bin ja Lena, lecco mio. Das ist ganz unterschiedliche Bedeutungen. Nein, es ist ja so, nein, das kennt man vom Chinesischen. Im Chinesischen weiß man das auch, dass ein und dasselbe Wort ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Also von Mao Zedong, da habe ich damals groß ausgehört. Also Mao, das war der Mao Zedong, ja, das kann auch noch die Katze heißen. Der Sackfloh, der Kanalratte, ging auf sein Fahrt. Ah, ich hab nicht mal. Geht's denn nachher noch mit? Nein, ich sag das jetzt, was ist denn geil? Ich sag das jetzt, was ist denn geil? Ich hab meinen Facebook-Account, hab ich als Sprache, hab ich bayerisch reingeschrieben, dass ich ein bayerisch spreche. Seid ihr bei Facebook? Ja, seid ihr bei Facebook? Seht ihr so nicht so weit, ne? Wird zwar kein Nachhinein noch Freund werden. Das
ist also hier diese Verhältnisse. Ja, Verhältnisse sind das. Da hätten wir zu einen ehemaligen Holzabbau. Was? Allerdings ohne Genehmigung, was dann den Marktreiher zu einen Haufen Gelder Zuschüsse gekostet hat. So kann man also sagen, ist der Landkreis mit dem Westen vom Regen in die Taufe. Na, man kann sagen, die Ermittlungen sind zweimal eingestellt worden, aber ich als Jurist würde schon sagen, dass hier eine gewisse Kontinuität durchaus zu sehen ist. Ja, nicht, man kann aber sich überlegen und darüber gespannt sein, welche Qualität der nächste Landrat in dieser Sache haben wird. Also, Herr Erdl, jetzt ist meine Geduld am Ende zum Interpretieren, sind wir nicht da, dann zahlen wir Wachtmeister. 50 Euro Ordnungsgeld, wahlweise 3 Tage Haft. Genau, das Ordnungsgeld habe ich aber jetzt nicht dabei. Er zahlt mit Sie. Sagt er, ich muss da unterschreiben wegen einer Umgehung, wegen einer Südumgehung. Gell? So ich, ja freilich, die sind auch Anlieger. Versammlungen im Moosburger Hof, gell? Und ganz neue Formen von Versammlungen. Aber edle Feder weiß, dass die Entscheidung darüber erst dann fällt, wenn die Sonne dreimal wieder aufgegangen ist. Ich dachte mir, ich ziehe vielleicht erst einmal selbst für ein Jahr in die Wohnung. Schließlich bin ich auch Künstler und kann am besten beurteilen, wie es sich dort wohnt. Möge der große Geist. Das war natürlich nicht vorgesehen, gell, aber man kann sehen, es gibt ja ein paar so Stadträte, die sind wirklich so medienpräsent, so richtig mediengeil. Also da, jetzt noch einmal, wenn du sagst, die ist neu, wenn die Kamera da drin steht, gehst du so zufällig vorbei an der Kamera, kommst so hin und schaltet sie dich ein für die nicht öffentliche Sitzung. Das ist das darf mich so interessieren, ich muss sagen. Weil ich verstehe gar nicht, warum es eine nicht öffentliche Sitzung gibt. Und was kann der Staat eigentlich entscheiden über Bürger, was die Bürger nichts umgeht? Also, da hat der Staat auch Angst, dass der Bürger zu viel von ihnen lernen kann. Ja? Wenn man Rechnungen stückelt. Wenn man Wunder vollbringt, so wundersame Grüngutvermehrungen. Also, glaub ich weiß es auch nicht. Ist ja mit den öffentlichen Sitzungen schon ein Problem gewesen. Oder
Selbst der Heidrich hat gesagt, ja, wenn das jetzt übertragen wird, dann steigt die Hohlheit der Beiträge und auch die theatralische Darstellung der einzelnen Staatsräte. Da hat der Heidrich Angst, dass er selber theatralischer wird. Geschäft seitdem, grüßt sowieso ihr Kur.